weiß nicht, ob ihr es gestern auf Instagram schon mitbekommen habt. Ich habe gestern mal wieder einen Tag ausfallen lassen müssen, weil ich, wie in letzter Zeit, sehr, sehr häufig eine Migräneattacke hatte. Und ich bin ganz ehrlich, ich stelle euch mal ab. Ich mache mir da jetzt inzwischen sogar schon so ein kleines bisschen Gedanken drüber, weil es im Moment wieder echt richtig häufig vorkommt. Also spätestens alle 14 Tage, eigentlich sogar wöchentlich. Und ich hatte das letzte Mal noch, als ich in der Ausbildung war. Ich mache mir übrigens meinen Nagellack ab, weil meine Fingernägel fürchterlich aussehen. Da hatte ich jeden Freitagabend einen Migräneanfall. Ich glaube, das hatte damals einfach viel mit der Schichtarbeit zu tun und dass ich das erste Mal im Berufsleben war und das einfach eine Belastung war für meinen Körper. Auch dieses mal morgens arbeiten, mal abends arbeiten. Und ich habe bis relativ spät abends gearbeitet und bin dann natürlich auch nicht ins Bett gegangen, wie man das halt so macht, wenn man 18 ist und seine eigene Wohnung hat. Und dann hatte ich nach der Schwangerschaft von mir wirklich großes Glück und hatte eigentlich so gut wie gar keine Migräneanfälle mehr, vielleicht einer im Halbjahr oder so. Das war für mich echt, also ich habe das Gefühl gehabt, das ist weg. Dann hatte ich nochmal Probleme damit, als ich mit Samuel schwanger geworden bin. Da habe ich es aber auf die Hormonumstellung geschoben einfach. Also da hatte ich dann in den ersten 12 Wochen nochmal 2 oder 3 Anfälle, sage ich jetzt mal, die sich bei mir in der Schwangerschaft immer anders äußern, als wenn ich nicht schwanger bin. Das ist mir auch bei der Mia in der Schwangerschaft aufgefallen. Da habe ich die ersten 3 Monate auch noch Migräne gehabt und dann, wie gesagt, nicht mehr und auch danach nicht mehr wirklich. Und jetzt ist der Samuel knapp 10 Monate alt und es häuft sich. Also das war jetzt die letzten, also bis er 6 Monate alt war, glaube ich, gar nichts. Und seitdem kommt es und kommt halt immer regelmäßiger und immer öfter. Ja, womit es zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass sich mein Hormonhaushalt wieder zurückgestellt hat. Also, dass ich jetzt wieder auf dem Hormonhaushalt von vor 2 Schwangerschaften bin. Ob das funktioniert oder nicht, das weiß ich nicht. Aber vielleicht hat jemand von euch Erfahrungen damit. Und es ist halt bei uns einfach so, ich bin jetzt Mama von 2 Kindern, da hat man viel zu tun. Bei uns ist auch privat im Moment nicht so einfach, da werde ich aber auch nicht drüber sprechen und dann natürlich auch noch beruflich. Ihr wisst ja, dass ich nur bis Mai in der Elternzeit bin, jetzt ist März, also könnt ihr euch vorstellen, dass da jetzt im Moment halt auch viel im Gange ist. Ich weiß nicht, ob es das ist, bei Migränepatienten ist es ja so, dass das ist halt einfach nur so eine Überlastung, so ein Migräneanfall, aber ich fühle mich vor allen Dingen an den Tagen, an denen ich diese Migräne bekomme, fühle ich mich nicht so. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo es herkommt. Ich hoffe, dass es nochmal abnimmt in naher Zukunft. Ganz viele von euch fragen dann auch, was ich mache, wenn ich so einen Migräneanfall habe. Also eigentlich ist es so, dass bei mir nur Triptane helfen. Also das ist das Medikament, das ich nehme. Schmerzmittel, so Paracetamol, Ibuprofen, Tomapirin, da könnte ich 30 davon essen. Das ist wie Kaubonbons für mich. Das klingt doof, aber das nützt mir gar nichts. Und das Schlimmste bei meiner Migräne ist die Aura, die da vorkommt. Also ich habe eine ganz, ganz starke Aura. Wenn ihr nicht wisst, was das mit Migräne und Aura auf sich hat, dann vielleicht bitte einfach googeln, weil ich glaube, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich rede eh schon 4 Minuten um den heißen Brei, aber meine Aura ist sehr stark. Also ich bekomme starke Schmerzen im Nacken und dann, da habe ich noch keinen Kopfschmerz, also ich bekomme starke Schmerzen im Nacken, dann habe ich Sehausfälle, also ich sehe nichts mehr, es ist alles verschwommen, ich habe motorische Ausfälle, also ich kann nicht nach Dingen greifen, ich kann nicht schreiben, ich kann kaum sprechen und ihr merkt, es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil es anstrengend ist und ja, dann geht diese Aura langsam weg, also ich kann wieder sehen und dann kommt halt der Schmerz, der Kopfschmerz. Ja, ich habe das Glück, dass ich den David an meiner Seite habe, der halt sofort mitreagiert. Ich meine, der kennt das seit 7 Jahren. Der hat das mit mir durchgemacht, als es die Hochzeit hatte, als ich halt noch jung war. Da habe ich ihn ja gerade kennengelernt. Und ich bin froh gewesen, dass es die letzten Jahre weg war und bin jetzt im Moment so ein bisschen verzweifelt, weil ich Angst habe, dass es wieder mit so einer Intensität zurückkommt und ich halt jetzt einfach 2 Kinder habe und das scheiße wäre, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, deswegen einfach gestern der Tag kacke, den habe ich dann halt einfach sein lassen. Heute geht es mir gut, also ich merke heute nichts mehr. Ich habe halt auch gestern meine Medikamente genommen. Ich bin auch heute nicht müde, normalerweise bin ich am nächsten Tag dann immer so ein bisschen müde, das habe ich jetzt heute nicht.
Und jetzt werde ich heute einfach versuchen, ein bisschen für euch zu vloggen. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Wir treffen heute Nachmittag Mias Oma und machen mit der noch was Schönes. Und bis dahin dachte ich filme ein klein wenig für euch. Zum Mittag gegessen. Heute gab es alles, was im Kühlschrank war, in eine Pfanne und das war alles an Gemüse und noch ein bisschen Hühnchenfleisch. Und jetzt habe ich gerade einen großen Fehler gemacht. Ich habe mir ja vorhin die Fingernägel ablackiert und wollte dann in meinem Bartschränkchen schauen, welchen Nagellack ich benutze. Und dann habe ich einfach angefangen, alles auszusortieren und das ist eine komplette Mülltüte schon. Ja, und jetzt habe ich noch was auszusortieren und zwar, ich zeige es euch einen Moment. Ich bin ein Nagellack-Messi. Das sind Nagellacke von mein erster Nagellack, den ich mir jemals gekauft habe, mit 12 oder so bis jetzt. Also das Ding ist komplett voll. Da sind keine Ahnung wie viele Lacke drin, die eigentlich schon eingetrocknet sind, die man gar nicht mehr benutzen kann. Und die Mia sitzt jetzt hier mit mir im Bad. Ich gebe ihr jetzt die, die noch gut sind und dann räumen wir die wieder ein. Und dann suche ich mir irgendeine Farbe aus. Ziemlich sicher, ich habe ein schweres Nagellackproblem und es dreht sich immer ungefähr um dieselben Farben. Also ich kann es euch ja jetzt mal kurz zeigen. Ne? Die hier sind alle Nudes, also Rosé-Töne, so cremige, die man halt nicht sehen kann und rosa. Warum auch immer ich einen grünen und einen glitzergrünen Nagellack habe, so glitzerdunkelgrün. Ein paar blaue, den finde ich eigentlich ganz cool. Den finde ich auch mega. Der ist aber auch schon alt, aber Astor, glaube ich, geht nicht kaputt. Ein paar wenige rötliche. Den habe ich ganz neu vom David. Pink. Ein lilaner, der war eigentlich mal der Mia. Den habe ich früher ganz oft getragen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist so ein Dunkelpflaumeton. Den trage ich jetzt ganz oft. Das ist der Soulmate. Den hatte ich jetzt erst drauf. Den habe ich heute abgemacht. Zwei glitzernde, also mit Glitzer habe ich es gar nicht. Der ist Kupfer, also so wie da drauf. Ja, und dann noch so ein bisschen was Bräunliches und ein schwarzer, aber der ist auch schon alt. Ja, ich glaube, man erkennt so ein Motto. Und jetzt bleibt die Qual der Wahl. Möchte die Mia übrigens, ja, das ist Wäsche, die gewaschen werden muss. Die Mia, möchtest du mir eine aussuchen? Ja. Mir darf mir eine aussuchen, ich bin gespannt. Der? Oder was ein anderer? Ich finde den aber cool. Sollen wir den mal probieren? Rot ist nicht so. Das ist aber fast orange. Den hat sie jetzt ausgesucht. Sollen wir den mal probieren? Ich finde den cool. Ich probiere einen anderen. Du probierst deinen anderen aus? Ja. Okay. Gehen jetzt zur Oma. Wir haben das Glück, dass wir da zu Fuß hingehen können. Die Mia wollte unbedingt ihren Roller nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hören könnt, weil es wieder mal sehr windig ist und es ist mega kalt. Ich habe mir keinen Schal angezogen. Das bereue ich jetzt ein bisschen, aber wir genießen jetzt ein paar schöne Stündchen bei der Omi. Thank you.
wieder bei uns zu Hause. Und wie man im Hintergrund schon sehen kann, kochen wir jetzt Abendessen. Die Oma ist noch mitgekommen und hat ein tolles Rezept mitgebracht. Und zwar gibt es heute Pastinaken Pancetta Tagliatelle mit Parmesan und Butter. Aber wir machen keine Tagliatelle, sondern ich glaube so Fusilli, kleine Nudeln. Dann können die Kinder auch mitessen. Das kochen wir jetzt noch gemeinsam und dann legen wir die Kinder schlafen. Und dann werden wir noch so einen kleinen Spieleabend einlegen, denn wir haben so ein neues Spiel, was wir mal ausprobieren wollen. Das machen wir sehr, sehr gerne. Ja, und dann genießen wir einfach so ein bisschen den Samstagabend. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann nicht vergessen, ein Däumchen nach oben zu geben. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.